Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Destiny. Herzlich willkommen in Video Nummer 8. Im letzten Teil haben wir uns die Patrouillenmission auf der Erde angeschaut, eine reine Grind-Mission, also Punkte abklappern, Gegner erledigen, Gegenstände sammeln. Wenn man also mal ein bisschen Langeweile hat und Erfahrungspunkte braucht, ist das mal zwischendrin ganz nett. Wir wollen uns jetzt aber weiter um die Story kümmern. Ein neues Upgrade haben wir auch freigeschaltet, nachdem wir Level 5 erreicht haben. Da schauen wir also mal in die Options. Links oben leuchtet unser Fokus mit einem grünen Plus. Dreieck Upgrade und das Wurfmesser. Wirf ein Messer aus der Distanz. Aus der Distanz. Deutschsprach, Schwersprach. Wir wählen die nächste Story-Mission auf der Erde aus. Und zwar in der Nähe der Himmelswacht, die letzte Anlage. Suche Codes zur Reaktivierung einer alten Satellitenanlage und verbinde sie mit lange verlorenen Kolonien im ganzen Sonnensystem. Jawohl, Sir! Starten und laden. Das Laden ist des Hüters liebstes Hobby. Die Ladeszene hier habe ich übrigens in der Regel geschnitten, deswegen kommt es euch ein bisschen kürzer vor, als es im tatsächlichen Spiel dann ist. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit, hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Ja, also mit dem Speederbike hier. Das ist schon eine ganz coole Sache. Und sliden. Naja, fast. Nicht ganz elegant. Und die Story-Mission führt uns tatsächlich wieder in das Gebäude rein, wo wir bei einer der letzten Missionen schon mal waren. Ich sammle kurz die Drehmetallplatten, währenddessen lasse ich mich abschießen. Weiter geht's, super bereit, den können wir sicherlich auch gebrauchen. Hier wird's nämlich wieder schmutzig. Ja, man merkt dann vielleicht doch ein bisschen, dass wir es mit den Halo-Entwicklern zu tun haben. Ich erinnere mich noch an Halo 1, wo jeder Levelabschnitt wieder vorheriger aussah. Und hier umgeht man einfach das Prinzip, indem man einfach den Spieler immer wieder in dieselben Levelabschnitte reinschickt. Ist natürlich auch eine Variante. Ha! Tretet eurem Schöpfer gegenüber. Das hast du schon hinter dir, ne? Jetzt sind noch relativ viele Gegner hier unterwegs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme jetzt auch langsam an den Punkt, wo ich mir wünschen würde, mal ein, zwei Koop-Partner dabei zu haben, weil so eine Sackratte. Weil der Schwierigkeitsgrad doch teilweise enorm unterschiedlich ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber das hier oben sieht doch prädestiniert aus, um eine Kiste zu verstecken. Come to Daddy. Sehr schön. Neue Wummen braucht das Land. Was haben wir denn da Schönes? Oh, die schwere Waffe ist freigeschaltet. Sehr geil. Raketenwerfer. Zerstörung von der Schulter aus. Der Baron RS-2A ist ein universeller Werfer, der ein Prüfstand für spätere Entwicklungen war. Kaufen Sie ihn jetzt. Heute im Angebot. Wie wähle ich den denn eigentlich aus? Ach, wahrscheinlich ganz einfach wie die anderen. Dreieck, Zweitwaffe. Nee, andersrum. Das war eben die Erstwaffe, Zweitwaffe und... Nö. Ha, indem ich die Dreieck-Taste intuitiv gehalten habe. Ui. Jawohl. Und nun? Hol die Geister zurück. Wo auch immer, ne? Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Na gut. Wir genießen mal kurz die Aussicht. Ganz nett, oder?
hinten ist die große Mauer. Haufen Flugzeuge stehen da. Irgendwie mitten in der Pampa, Flughafen sieht das eher nicht so aus, aber sie stehen da halt rum. Und man gönnt uns auch gar nichts. Naja, jetzt bringt die Schrotflinte wohl ja nichts. Also wirklich weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Aber ich soll anscheinend einfach das Gebiet absuchen und fertig, ne? Finde die Gefallenen, die Geister und Codes für die letzte. Ah, ich muss einfach Gefallene töten und die haben zufälligerweise Geister dabei. Willkommen im MMO. Nichts. Such noch einen. Der hier hat die Codes. Los, suchen wir die Anlage. Vielleicht nur halb so viel schreien und mehr angreifen, du Depp. Ajo. Also, entweder ich werde wirklich langsam besser oder die Gegner werden dümmer. Nähern uns der Steuerungsstation. Das ist sie. Ja, ich hatte mich ja vor kurzem mal gefragt, wie das eigentlich ist. Ah, fuck it. Wo ich eigentlich sehe, wie viele Granaten ich habe, das sehe ich gar nicht. Das ist ja eine Spezialfähigkeit, die in meinem Fokus freigeschaltet wurde. Und die Granate muss ich einfach wieder aufladen. Und das sieht man links unten. Da ist das Viereck für die Granate und ein Balken, der nach oben geht. Ach komm, machen wir wieder super. Das sieht toll aus. Das bringt auch was. Naja. Den super zu aktivieren, um zwei Gegner zu töten, das ist natürlich die reinste Verschwendung. Das ist die Steuerung. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. So, okay. MacGyver geht an die Arbeit. Kommunizierende Kryptosysteme. Kennsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Ui. Da draußen. Was? Die Anlage. Sie öffnet sich. Sichere die Anlage. Wer hätte das gedacht? Sie wird aktiviert. Abschiffe der Schar. Los, aufsehen! Ui. Komm, Feuerwein nochmal. Zack! Bringt natürlich gar nichts, aber sah gut aus. Wow! Shitty, 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 shitty! That was close. Und noch mehr davon. Das geht jetzt noch ein paar Minuten so. Ich weiß, dass er endlich seine Arbeit gemacht hat. Ja, das ist schon eine sehr knappe Aktion. Also anscheinend, wenn mein Wurfmesser aufgeladen ist, tue ich einfach mit der Nahkampfattacke Wurfmesser aktivieren. Oh, jetzt ein bisschen Ruhe gerade mal. Move your body to dance. Oh ja, da war das Wurfmesser. Jetzt haben wir es. Jawohl. Oh. Shit. Da lacht er drüber. Das? Ich glaube, das war's. Das musst du dir ansehen. Ja? Die Satellitenanlage wird von Rasputin gesteuert, dem letzten Kriegsgeist. Er lässt mich nicht rein.
Aber er ist mit Verteidigungsstrukturen im ganzen System verbunden. Es könnte da draußen etwas geben. Etwas, das uns hilft, die Dunkelheit genauso zu überleben wie Rasputin.